Jo, hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei LS22 zu einer weiteren Baufolge. Hier machen wir heute weiter. Und beim letzten Mal haben wir ja hier die Straßeneinfassung gemacht, links, rechts. Gut, hier das werden wir, denke ich mal, nochmal nacharbeiten und auch die Flachen machen, weil die Fläche hier wollen wir ja nicht verschwenden. Vielleicht machen wir hier auch noch einen kleinen Acker hin, der uns Sägewerk geht. Das könnte man eigentlich machen. Ich glaube, das werden wir auch gleich mal machen. So, aber als erstes zeige ich, ich habe ein kleines bisschen am Gewächshaus schon weitergearbeitet. Aber ich will nicht da die ganze Zeit noch, was man da noch so am Motzen mit drauf oder was man da noch platzieren kann. Natürlich ein bisschen dekologisch. Aber wie ihr seht, wir haben erstmal den Boden so grob geändert. Das wird natürlich noch fein alles rund um die Gewächshäuser verändert. Dass das alles ordentlich ist. Die Bäume sind aktuell alle weg. Und ja, wir haben jetzt hier einen Wassergraben gezogen, weil hier haben wir ja den Wassertank gestellt. Und damit der quasi immer befüllt, haben wir hier quasi den Wassergraben gezogen. Aber wie gesagt, beim Gewächshaus überlege ich mir noch, was wir hier noch machen können. Damit das halt noch ein bisschen zugestellt wird. Wie gesagt, der Bogen wird noch bearbeitet. Aber das machen wir Stück für Stück. Ich würde mal sagen, wir werden uns wirklich hier noch ein schönes Feld anlegen. Die Bäume machen, wie gesagt, mache ich später weg, dass es hier sich hier hinten so rumschlängelt. Und dann nach hier vorne geht. Das könnte man auf jeden Fall machen. Und dann denke ich mal, werden wir als nächstes erstmal den uns eine Fläche suchen, wo wir den Hof für den Landwirten bauen. Achso, jetzt mal wieder einmal alles verdrecken. Mal schön ums Gewächs, ums Sägewerk. Feldrahmen. Das sollen ja auch nicht nur glatte Felder, es sollen ja auch mal ein paar sein, wo man sich ein bisschen quälen darf, ne? Und immer nur runde, eckige. Müssen mal ein paar sein, wo halt so wie hier ist. Ja, die Bäume in den Feldern, die da drinnen sind, die entferne ich nachher natürlich noch. Da hinten steht ja schon der Baumhacker. Und auf dem Gewächshausplatz habe ich die ja auch schon entfernt. Also ich dachte, wir können jetzt nicht 10 Folgen nur am Gewächshaus rumspielen, das wird nicht. Das wird auch ein bisschen langweilig für euch. Wie gesagt, beziehungsweise bin ich auch noch überlegen, was wir da noch mit reinnehmen können oder hinstellen können. Wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, Ideen habt, Mod-Vorschläge, die man vielleicht gut auf sowas nutzen kann, immer in den Kommentaren, damit bin ich immer offen für. Noch schon würden, dass wir hier vielleicht zwei, drei kleine Höfe bauen, also auch mal so kleine Butschi-Höfe, dann vielleicht einen etwas größeren Bauern. Mal gucken. Ich denke mal, das kommt ganz gut, dass wir einen, wenn wir da oben, denke ich mal, bauen, wo quasi der Startplatz ist. Da werden wir so einen kleinen Butschi-Hof bauen, so etwas älteres. Da werden dann auch ältere Fahrzeuge stehen. Gut, Fahrzeuge für die Höfe, die kommen natürlich ganz zum Schluss, wenn wir hier so weit jetzt gehen durch sind, sonst ja, müssen wir Ewigkeit immer durch Fahrzeuge hüpfen, das ist ja auch langweilig. Finde ich eigentlich schon ganz cool, so individuelle Feldformen, ne? Ich denke mal, wie gesagt, wir werden uns mal gleich diesen kleinen Butschi, da gucken wir, was wir an alte Gebäude haben, ob ich noch was drauf habe. Da werden wir uns mal einen schönen alten Butschi-Hof bauen. Wie gesagt, die Fläche jetzt vom Gewächshaus, die mache ich jetzt mal so zwischen den Aufnahmen fertig, weil wie gesagt, ich will euch jetzt nicht nur mit
Bau des Gewächshauses beeinflussen. Auch hier die Bäume, die ich hier noch pflanzen will, das mache ich dann auch extra. Ja, das ist doch mal ein ordentliches Feld, oder nicht? Nicht zu groß, nicht zu klein. Jetzt außenrum, das bearbeiten wir noch schön schick. Und wir müssen hier so Stück für Stück irgendwo ein paar Felder anlegen. Dann ein bisschen bauen. Und ich würde mal sagen, starten tun wir. Wir reichen das alte Farmhaus weg, was da noch ist. Und dann klatschen wir hier so einen schönen kleinen. Versuchen wir mal, ob wir auch kleine Butzi-Höfe. Eigentlich brauche ich ja mehr. Doch eher ein bisschen die größeren Höfe. Kriegen wir den Zaun auch weg? Zaun kann ich gar nicht weg, ne? Da muss ich mal gucken. Aber sie geht das weg. Also ging glaube ich sonst immer weg, ne? Ne, geht nicht. Dann setzen wir da das neue Farmhaus rein. Wir sind jetzt da umgekehrt. Wir springen mal im Pickup, wir fahren da oben mal hoch. Das macht sich immer besser, wenn ich dann da vor Ort bin. Für solche Sachen ist er ja da. Wir werden hier alle Straßen hier schön mit Bord umzogen. Damit man dann. Wow! Und schon wieder. Einen schönen geraden Abschluss hat. Ich habe letztens auch ein Tutorial gesehen oder gesehen, da hat einer auf TikTok, der auch Karten baut, mal einen Tipp gegeben, wie man einen Kreis baut. Und das werden wir auch machen, dafür muss ich mir noch was runterladen. Fand ich sehr interessant, da kann man nämlich auch mal einen kleinen Kreis hier mit einbauen. Wir fahren den mal einfach hier oben in den Stein ein. Das stört erstmal nicht. Ja, da hinten ist immer noch unsere Forstfläche. Man sieht so ein bisschen, wo wir durchgeforstet haben schon. Aber da wir jetzt immer sonntags eine Folge Forst, eine Folge Bau machen, ja, ist die Woche Bau dran, ne? Weil zum Schluss hatten wir Forst. So, wir fangen an. Haben wir hier auch schöne Farmhäuser, ne? Nee, oder ne, Silo, Hallen, Zäune, Tools, Dekoration, Fabriken. Dann gehen wir hier auch Gebäude, Farmhäuser. So, dann irgendwie so ein kleines. Gehen wir mal Dekoration gucken. So eine Art kleinen Unterstand. Ein kleiner Holzschuppen kommt hier hinten hin. So ein kleines Carport oder so, wisst ihr was, wie ich meine? Oder Garage, so dass das Auto auch ein bisschen drinnen stehen kann. Das ist quasi das einzige Moderne, was der hier auf dem Hof hat. Natürlich kriegt er hier auch seine kleine Grillecke hin. Natürlich nicht mit dem Baum, ne? Oder? Bäume kann man ja nochmal wegnehmen hier. Der liebt es, No Wiss, No Fun. Ja, schon eine Menge drin hier, ne? Also das soll auf jeden Fall so ein. Ne, jetzt nicht richtig uralt auch nicht, aber halt einer sein, der halt auch ein bisschen zugemüllt ist. Also quasi der Hof selber. Oh, für seinen Kamin kriegt er hier ein bisschen Holz hingestellt. Großes. Also, hat er genug Holz hier rundherum. Könnte mal gucken, ob man hier vielleicht auch noch ein, zwei Dings hinstellt. Paletten unten von dem Brennholz. Das könnte man machen. Wenn natürlich Holz macht.
Habe ich denn hier auch noch eine Säge hingestellt? Wer sägt sein eigenes Holz? Fünfmal hatte ich mal was drin. Ich hoffe mal, das habe ich hier jetzt auch drin. Ne? Wenn ich mir noch mal suchen, was das war. Guck mal. Den man dann auch sich vorbeifahren kann. Da gut reinpassen. Ich will nicht den Baum fahren. Na. Guck mal, wie schön das hier reinpasst. Baum bearbeiten wir später noch. Das Deko hier machen wir auch später, aber so kann man schon mal, wenn mir das schicke Farbe, das ist wirklich, das habe ich ja noch nie gesehen, das kommt zwar nicht rein, aber sind schön, oder kommt man von hier hinten aus rein? Na, leider nicht, aber ein schickes Farbenhäuschen, das habe ich ja noch nie gesehen, das gefällt mir. Da muss ich noch mal gucken, wo das drin ist, ob wir eigentlich das richtige Familien für den Mühlenkreis. Später auf dem Hof. Mal ganz kurz gucken, das ist eins von... Ach so, das ist von der Platinum. Schade, dann hat sich das ja schon erledigt. So. Ne, ich würde meinen, ich standard die dort drinnen. Ne, das muss ich nochmal reinnehmen. Das fangen wir jetzt mal mit Hallen an. Hier kommt eine alte Maschine reinfahren. Geht das Ding dann noch auf? Ich muss mir die HD Hallen, manche viele Hallen kenne ich noch nicht. Ach guck mal, hier kann man sogar durchfahren. Da kann man hier zum Beispiel Drescher und sowas drin einparken. Oh, schöne Geräusche. Schöne alte Halle, die kenne ich noch gar nicht. Ach so, das ist ein Dingspaket. Hier noch ein Durchgang? Ja, aber das ist doof. Wollte ich eigentlich hier hin, obwohl. So, noch irgendwie was ein bisschen nehmen. Die Steine entfernen wir nachher natürlich noch, da braucht ihr keine Angst haben. Ich glaube, das Stück gehe ich nachher mal schon mal wegfällen. Dann stört das mich auch nicht mehr. Also der kriegt jetzt hier keine großen Hallen, der kriegt alles nur so mehr oder weniger Unterstände. Weil, wie gesagt, er hat auch nur alte Fahrzeuge. Oh, perfekt, dann haben wir platziert. Irgendwo, man kommt hier immer noch rumgefahren. Wie gesagt, die Steine entferne ich nachher, dann sind die hier weg, dann kommt man hier nicht natürlich reingefahren. Oh, schön, Alter. Hallo, gefällt mir. Doch ein alter Hof hier. Und bloß, wie gesagt, noch das passende Silo finden. Nee, das passt optisch nicht.
Guck mal, altes Silo, als hier oben steht, das würde natürlich passen, denn, ne? Genau, warte, hier den alten Silo zum Einlagern. Sieht ein bisschen schief aus, also das ist wirklich schon uralter Silo. So, hat hier den alten Halm. Kriegt hier dann die ganzen Fahrzeuge rein. Sind da, wie gesagt, hier auch schon ein bisschen durchgegammelt, die Hallen. Oder die Unterstände. Das einzige Moderne ist sein Haus aktuell. So, hier oben würde man sogar noch ein paar Ballen hinkriegen, ne? Sind Deko vielleicht hingekommen hier oben? Viel größer würde ich den Butcherhof auch schon gar nicht mehr machen. Hier einen Zaun lang ziehen. Obwohl, man könnte noch einen schönen alten Stall hier hinstellen. Und jetzt mal einmal fix den eingefrorenen Hüpfen. Das fällt platt. Damit er mir das nicht mehr anzeigt. Und Textur weiß ich noch gar nicht, wie wir die hier machen wollen. Das überlege ich mir noch. Tiere. Ich würde mal sagen, wenn der kriegt einen Kuhstall. Was Altes hier drauf? Ne, habe ich leider nicht. Da muss ich nochmal gucken. Ich Schweine machst, das wird zu groß. Guck mal, kann ich ein Deko platzieren, ne? Ich der hier ein Schweinestall wird. Grund. Und einen schönen kleinen butzigen Stall. Na guck mal, der passt doch hier von der Optik mit hier. So würde ich das Ganze dann jetzt erstmal lassen. Den Rest machen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Würde ich mich sehr darüber freuen. An die neuen, lasst ein Abo da. Wie gesagt, lasst gerne ein paar Kommentare dazu, Mods, was man machen kann oder was man hier auf der Karte noch einbringen kann. Würde mich sehr darüber freuen. Damit bin ich raus. Wünsche euch einen schönen Tag. Wenn ihr natürlich noch die Partnerkanäle von mir unterstützen wollt, die Links sind natürlich in der Videobeschreibung. Genauso wie natürlich, wenn ihr was von Giants bestellen wollt, die Partnerlinks sind natürlich auch in meiner Videobeschreibung. Würde mich auch sehr freuen. Damit bin ich raus. Wünsche euch einen schönen Sonntag und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.